Servus, hier ist Schubeck. Ich möchte euch gerne mal ein bisschen was über die Bergziege erzählen. Zuallererst möchten sich der Güllemax und ich für die schon fast 8.500-9.000 Downloads bei euch bedanken. Wir finden das super, dass die Bergziege so einen tollen Anklang gefunden hat in der Community und wollen noch weitere Verbesserungen an der Bergziege vornehmen. Zuallererst mal haben wir hier die 1645 stehen. Die ist schon ein bisschen used. Hier ist auch die Karte Hakenfeld 2.0 von SF Ulm. Hat ein riesenschönes Forstgebiet und ist meine Lieblingskarte im Moment. So, hier haben wir schmälere Ketten. Forstkäfig ist etwas anders. Die Texturen sind anders. Die Beschriftung ist älter. So, die neue Bergziege hat hinten in der Scheibe ein Logo eingraviert. Wir haben hier das Sue 2400 Kilogramm Gewicht dran. Dazu später. Wir haben hier verbreiterte Ketten im Gegensatz zur Version 1.01 zum Hotfix. Die Beschriftung hat sich geändert. Die Texturen sind schöner geworden. Dieser Frontlader. So, 1645, ein schönes Logo. Im Innenraum hat sich auch ein bisschen was geändert. Die Bergziege auf dem Lenkrad, im Display ordentlich zu sehen, auf dem Sitz zu sehen. Jetzt hier nicht so schön, ich habe die schlecht eine falsche Uhrzeit gewählt. Ich habe hier einen Frontladertest laufen. Könnt ihr mal gucken. Hier die 14280 in Rot. Die 16410 in Blau und die 1645 in Forstgrün. Es wurde gesagt, können wir den Forstkäfig ein- ausblenden? Nein, das wird nicht kommen, vorerst nicht. Es ist ein Forstmod. Das heißt, sie ist nicht als Schlepper gedacht. Vielleicht könnten wir uns mal überlegen, sie noch als Schlepperversion anzubieten. Jetzt erstmal nicht. Wir wollen sie auf finalen Status bringen. Das ist vorrangig. Beginnen wir den Test. Ach, genau. Die 1480 unterscheidet sich von den beiden großen im Sound, im Motorsound, in der Leistung, hat schmälere Ketten. Überhaupt die Version 1.1 ist Forstkäfig umgebaut bei allen drei Modellen. Frontladeposition hat sich ein bisschen geändert. Die Leistung ist bei der ganz großen Bergziege gleich geblieben. Ich starte hier den Test mal mit der 14280. Dieser Haufen ist total dämlich zum Beladen, aber was anderes habe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung. Wir haben hier 5000 Kilogramm in der Frontladerschaufel vom Güllemax. Die hat von mir Farbmod bekommen. Man sieht, mit Gewicht funktioniert es einwandfrei. Hat halt ein bisschen Zeigenneigung, das ist klar. Wenn wir jetzt zum Beispiel schneller fahren, dann kann es natürlich sein, dass es uns auch umhaut. Wir packen mal das Gewicht weg und schauen uns an, wie es jetzt reagiert. Das Ganze ist schon ein bisschen schwammiger. Ja, ist klar, nicht so viel Gewicht. Gehen wir mal drauf ein. Die 1480 hat 600 Liter Tankinhalt. Das alles ist ein Rammentank. Dieser Rammtank, der Inhalt davon zählt zu dem eigentlichen Gewicht. Na, die 16410 unterscheidet sich nur vom Drehmoment. Wir können den Test mit der großen machen. Wir haben in der 410 einen 800 Liter Tank, der zählt auch zum realen Gewicht dazu. In der ganz großen Bergziege haben wir ein Gewicht von einen Tankinhalt, Tankvolumen von 1200 Liter, zählt natürlich auch zum Gewicht dazu. Ja, die verhält sich wunderbar. Mit Gewicht hinten dran, mal ohne Gewicht. Wunderbar. Ein bisschen gekippelt, aber funktioniert tadellos. So. Wenn wir doch gleich dabei sind, möchte ich euch gerade mal etwas über die Leistung sagen.
Es wurde mir gesagt, ja, die Großbergsieger hat viel Leistung. Und klar, irgendwo musste ich die Leistung, ja, sagen wir so, ich wollte einen Effekt erzielen. Die Bergsiege sollte unwegsames Gelände passieren, sollte wankelunanfällig sein und sollte im Eigentlichen gut zu fahren sein. Wir haben aber auf der Bergziege 16 Tonnen an Gewicht. So, also wir haben 16 Tonnen Gewicht. Ich habe mich hingestellt, habe dieses 16 Tonnen Gewicht ausprobiert mit den eintragbaren 540 PS und habe das Ganze hier an so einem kleinen Hügel probiert. Es ging nicht, also musste ich irgendwie tricksen. Alle drei Bergziegenmodelle haben etwas mehr PS, als auf der Beschriftung draufsteht. Das alles ist geschuldet den real eingetragenen 16 Tonnen Eigengewicht. Will man den Traktor auch als Schlepper verwenden, muss ich natürlich auch irgendwo Leistung herbekommen. Da habe ich mir überlegt, was machst du? Wie kannst du hier und da ein bisschen tricksen? Wie fühlt sich's echter an? Also wenn ich einen LKW fahre, der 300 PS hat, das ist so viel wie der Deutz hier an PS hat. Ne? Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Aber dieser LKW, der kommt dann mit 32 Tonnen, kommt dann mit 30 km/h einen Berg hoch. Schaffen die Originalmodelle hier nicht. So, die sind erstens auch alle ein bisschen zu leicht. So, ich empfehle, wie gesagt, Drive Control. Ich habe hier zum Beispiel einen normalen Traktor, Deutz Fahr, mit 270 PS, 263, ohne Drive Control. Setze ich Drive Control ein, funktioniert es auch. Ja, aber schön langsam. Gut. Nichtsdestotrotz, unsere 280, die hat etwas mehr PS. Die kommt hier auch schneller den Berg hoch. Im Gegenzug dazu habe ich hier mal den New Holland T8435 zur Version gesehen von der 16410. Wir kommen hier ohne Drive Control auch kein Schlag weg. Mit Drive Control kommen wir weg. Aber jetzt stellt euch mal diesen Traktor mit den real eingetragenen PS ein. Stellt euch den mal vor. Würde ich da noch 16 Tonnen Gewicht zugeben? Es ginge nicht. Also muss ich hier und da ein bisschen tricksen. So, im Gegenzug dazu haben wir hier diesen T965 für die als Gegenpart zu der 1645 für meine. Mit Drive Control kommen wir super schön hoch. Und Drive Control sehen wir hier auch kein Land. So. Irgendwie muss man die Engine ja irgendwie so tricksen, wenn man so einen Mod anbieten möchte. Gedacht. So, das Ganze habe ich dann natürlich gemacht. Und da ist sie, die Bergziege. Jetzt hatte ich noch einen Drehmoment Test, einen Leistungstest vorbereitet. Ich habe hier die 14280. Wir fahren hier diesen Berg mal testweise ohne Drive Control. Das ist eine ganz normale leichte Steigung, wie eigentlich jeder Traktor gut rankommen wollen wird. Schaffen wir ohne Drive Control nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wozu auch, kein Traktor hängt sich 125 Tonnen dran. Diesen Trailer, den wird es auch niemals geben. Das ist ein Testtrailer, der hat 1500 Tonnen. Es soll einfach nur dazu dienen, wie die Bergziege bei welchem Inhalt wie reagieren würde. So, also wir kommen hier zwar schön gut voran, der Berg ist nicht ganz so steil, aber die Ketten, die drehen durch und noch unnöcher. Würden wir das Ganze in echt sehen, dann würden die Ketten vielleicht auch irgendwann mal abreißen. So, ein Traktor hat auch Allradantrieb, hat Haufen Differentialsperren und bringt seine Kraft auch richtig schön auf die Straße, habe ich mir gedacht. Selbst die 280 PS Version, ich habe den Motor, den original Deutz Motor genommen, imaginäre Deutz Motor genommen, habe ihn aufgebohrt, hat mehr Hubraum, dadurch mehr Drehmoment, dadurch mehr Leistung, was er auf die Ketten auf die Straße bringt. So, wir kommen hier mit den 125 Tonnen, mit 9-10 km/h hoch. Und so verhält es sich dann auch bei den anderen. Wollen wir gleich mal, ich stelle mal kurz ab. Wenn ich den jetzt nämlich hier abstelle am Berg, dann rutscht er mir genau in die Strecke rein. So, so nebenbei könnte ich auch mal was erzählen, was ist geplant. Ich sage immer, wartet auf die Version 1.2. Wir fahren hier gleich mal mit Drive-Kontrolle hoch. Ohne Drive Control würden die 300 Tonnen sich gar nicht bewegen.
Für Version 1.2 sind geplant vorne mehr Licht, hat sich schon jeder gewünscht. Eine zweite Runde Umleuchtung wird es vielleicht nicht geben, ich muss mir das nur überlegen. Dafür gibt es andere Schmankel. Schließlich fehlt an diesem Traktor noch was. Wir haben an dem Traktor 3 Meter Breite, das sind Überbreite, die Überbreite muss markiert und deklariert sein. Guck mal da, selbst mit Drive Control ist mit 300 Tonnen hier Ende. Also die Physik ist nicht komplett zu schlagen, also es hätte nicht funktioniert, das Ganze wäre ein bisschen unrealistisch geworden, das wollte ich nicht. Vorbei war sie, da war sie doch. Also, wie gesagt, wir haben etwas mehr PS als auf den Decals zu sehen, dass wir die Bergziege so nutzen können, wie sie eigentlich gedacht ist. Hier haben wir 505 Tonnen mit Drive Control, also ich denke mal, wir werden noch ein bisschen eher schlapp machen. Das fängt ja jetzt schon an. Ja, also wie gesagt, ich wollte eine Steigung von 3, 4, 5% mit 60, 70 Tonnen Anhängelast, wollte ich eigentlich schon mit 30, 40 Sachen hochfahren mit Traktor, der gerade eben über Ketten verfügt. Der müsste sein PS, seine Drehmoment und seine Leistung eigentlich saugut auf die Straße bringen. Ist aber in diesem Spiel hier nicht gewährleistet, deswegen habe ich hier ein bisschen tricksen müssen. So, ich habe hier noch einen kleinen Test vorbereitet bezüglich dem Verladen von Baumstämmen. Ich habe hier einen 40 Meter, hinten dran das Sur 2400 Gewicht. Klar, wackelt alles ein bisschen, ist ja auch viel zu hoch. Ja. Ich hätte immer sagen, wenn man einen Meter über dem Boden ist, so tut man einen Baum hin und her verladen. Oder bewegen zumindest. Schaut auf den Dach um, wir fahren hier mit 30, 40 Sachen. Das ist klar. Wenn ich jetzt bremse, neigt er sich noch klar vor. Bei Wetten, das gab es mal eine Wette. Von wegen Kippen. Also ich übertreibe es jetzt hier schon. Na, aber ihr seht, die 16 Tonnen sind richtig eingetragen, die funktionieren. Hier haben wir auch den Pappeltest, den seht ihr. Den wollen wir auch gleich mal machen. Vielleicht kann ich nebenbei auch noch ein Carbon nochmal zeigen, wie man Pappel fällt. Oder überhaupt einen Baum fällt. Ohne jetzt irgendwie ein Carbon zu sticheln oder so. Aber dann könnte er seine künftigen Modvorstellungen vielleicht ein bisschen schicker gestalten. So, hier ist der Praxistest mit einer Pappel. Ich habe hier falsch aufgenommen. Das machen wir gleich mal anders da. Na? Das Gewicht von der Pappel ist ziemlich weit unten angesetzt, warum auch immer. So dick ist der Stamm da unten auch nicht. Auf komplette Länge verteilt können wir meinen, im ersten Drittel wäre es okay. So, wir sind hier ziemlich weit oben. Na? Packen wir mal hinten das Gewicht weg. Gewicht weg, sagte ich. Danke. Natürlich, mehr kippen. Wie kann es auch anders sein? Keine Ahnung, wie viel Gewicht in diese Pappel eingetragen ist. 10 Tonnen? Ich weiß es nicht. So. Vielleicht bekommen die Bergziege noch ein bisschen Schnickschnack. Vielleicht noch mal ein bisschen Goodie. Es war noch eine Timber-Version angekündigt, die ist immer noch in Planung, die wird immer noch in Betracht gezogen.